Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück in unser Pro Cycling Karriere mit Bernaino, wo wir immer noch dabei sind, an Stufe 22 zu arbeiten. Das wird unheimlich knapp. Zwei Etappen jetzt von der Tour of Croatia stehen noch an. Da gehen wir auch direkt rein. Also wir müssen hier in unseren letzten Rennen jede Menge gute Leistung bringen, um das noch zu schaffen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich hier in der Woche nochmal Training reinnehme, aber das würde mir jetzt nur 5 Punkte extra geben. Und von daher habe ich mir das geschenkt. Also hier im Moment sieht es für uns auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wir sind hier auf ausgezeichneter Frische. Wir sind im Moment Gesamtführender. Im Sprintertrikot sind wir auf Platz 5, im Bergtrikot auf Platz 2 und bei den Jungprofis natürlich auf Platz 1. Und wir haben hier auf jeden Fall wieder eine Hügelankunft. Also da können wir uns wieder ein bisschen was ausrechnen. Oh, obwohl es Hügel ist, sind wir hier trotzdem auf Platz 3 gewertet. Das ist natürlich nice. Und wir haben einen Zoom auf Bernaino, Favorit der Redaktion. Ino wird sein Trikot als bester Nachwuchsfahrer heute nach Kräften verteidigen, der bis zum Ziel an den Anführern kleben bleibt. Ja, und hoffen wir mal auch, dass er sein Führungstrikot behält. Ladies and gentlemen, welcome. It's an undulating route, so it will be a tactical race. Ja, und damit herzlich willkommen zur 5. Etappe der Tour of Croatia hier. Bin mal gespannt, was der Manager von uns verlangt, wenn wir hier dritter Favorit sind. Er verlangt nichts Spezielles von uns. Das könnte dann natürlich bedeuten, wenn wir diese Etappe gewinnen, dass er eine ganze Menge Punkte rausknallt. Wir haben hier eine Nuller-Form eingefahren. An unseren Werten ändert das nichts. Wir haben hier nirgendwo Plus und nirgendwo Minus. Tja, der Boom ist schon vorne, der Biscara ist schon vorne. Team haben wir zweimal Minus, einmal bei Iribar und einmal bei Martin. Ituria, das ist Azur Mendy, so und Boo. Okay, der hat eine gute Form und wäre halt auch am Hügel. Relativ geil. Ah, die beiden sind halt so weit zurück. Dann würde ich mir den erstmal für Bernard gönnen. Den hier für Biscara. Allerdings soll der dann, wenn er halt vorne angekommen ist, mal, wenn es nötig ist, halt, ne, Bu ablösen, weil der übernimmt jetzt erstmal die Führung. Biscara mal hier. Und dann geht's los. So, dürften die nämlich auch nicht so weit zurückfallen, weil jetzt direkt jemand in die Führung gegangen ist. Ja, die beiden sitzen super. Da können wir eigentlich direkt in die Action-Cam gehen. Die natürlich wie immer am Anfang vom Kameramotorrad und vom Auto geblockt ist. So, da geht der erste ab. He's trying to break away. It's probably a bit too early for that. Wird noch von einem Russen verfolgt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, so ist es. So, er möchte noch einen Pole hinterher. Und machen sich noch drei auf den Weg. So, habe ich jetzt hier angezogen. Ja, hier wird ein bisschen angezogen. Dann klingst du dich erstmal aus. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Na, jetzt sind fünf weg. Die dürfen anscheinend auch. Aber es versuchen die noch mal ein paar. Wenn ich es richtig gesehen habe, vier. Things are heating up in front. Der Puls geht aber direkt wieder nach oben. Die dürfen auch nicht mehr weg. Es gibt hier am Ende auf jeden Fall Bergpunkte, wenn wir gewinnen sollten. So, die wurden auch wieder eingefangen. Dann setzen wir mal noch mal ein kleines Stück. Das sieht aber so aus, als wenn es das gewesen ist. Martin, 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 nein, 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 That's nein, more than two nein. minutes Komm mal separating zurück them. hier. Der war das noch nicht. Ja, komm, ich mach das mit Iribar selber. Ja, natürlich lässt er ihn hier nicht vorbei. Komm, dann fahren wir nach links rüber, da ist alles frei.
Tisch. Stopp. So, und jetzt. Ah, eigentlich ist der Bu besser wie der Ituria. Komm, dann lassen wir den Bu auch für sich alleine fahren erstmal. Tja, und da haben wir das ganze Team gesammelt und dann schneide ich euch das raus und hier vom vorletzten Hügel, da schalte ich euch dann wieder mit rein. So Leute, wir nähern so langsam den vorletzten Hügel, dann nehme ich euch jetzt hier mit rein. Das Tempo ist sehr hoch, eigentlich wollte ich jetzt an dem Hügel schon das Tempo anziehen, aber da das Tempo so hoch ist, teilweise bis in den roten Bereich rein, checken wir uns das erstmal. So, da geht es jetzt gleich ganz steil nach oben. Der nimmt den Banner aber mal lieber den Punkt. Ja, ist erstmal gegen Azumani gebrettert. Ja, krapselt ein bisschen nach vorne. Können wir, glaube ich, ein bisschen weniger machen. Und da können wir noch weniger machen. Die hier vorne brechen gerade zusammen. Nach vorne der Abstand wird wieder ein bisschen größer. Wir haben nur noch Hälfte gelb. Hoffen wir mal, dass wir ordentlich was zurückbekommen auf der Abfahrt. So, jetzt ist er schon vorne. Können wir deutlich langsamer machen. There's an attack in the leading group. So, dann machen wir doch mal Stopp. We're not giving it their all and sharing the pace. Ich hatte mir schon welche in Gruppe 3 gelegt. Das waren die drei. Nö, ein bisschen mehr Dampf. 85. Biscara sitzt da. Und Iribar sitzt da noch. Ja, und der vielleicht, wenn wir oben sind, kann er Bernard nochmal unterstützen. Aber auch nur vielleicht. Vielleicht hat er auch bis dahin alles weg. Warte mal. Oh, Bernard fährt noch Punkt. Oh, hat nicht aufgepasst. Der ist natürlich klar, dass er dann alles stehen lässt. So, vielleicht kann es ja noch ein bisschen Bernard beschützen. Nicht ganz anderthalb Minuten bis nach vorne. Abfahrt geht gleich los. E2 haben wir gleich. Die meisten können hier schon nicht mehr. Komm, dann nehmen wir die beiden auch schon mal mit rein. Also Mandy ist zwar fertig. Na, warte mal, genau, wir nehmen den raus. Den hier. Den lassen wir mal Bernard beschützen. We've got 15 kilometers to the finish line. Oh, letzten 15. Noch ist Bernard im weißen Bereich des Pulses, also sollte er noch ein bisschen gelb zurückbekommen. Aber das, was er an Gelb hat, müsste für den Schlussanstieg eigentlich auch reichen. So, ihr beiden drin. Die wollte ich eigentlich schon eher reingeben. Habe ich nicht drauf geklickt, oder was? Hat der Bomix wieder gefuscht hier? Und da haben wir sie. So, damit der Bernaga hier auch richtig sitzt. Stöpschen. So, Buk hat auf jeden Fall schon nicht mehr. Den nehmen wir schon mal raus. So, Iribar. Der sollte am besten Biscara mal überholen. Dann nehmen wir gleich Biscara da kurz raus. So, Ino fällt jetzt mal an Biscara ran. Den, wie gesagt, den nehmen wir raus. Er hat halt immer so den Nachteil, dass er in der Ebene nicht so geil ist, der Biscara. So, jetzt geht es wieder ein bisschen mehr bergab. So, jetzt klingt sich wieder ein. Ja, sehr schön. Dann
jetzt mal genau vorne. Ja, fängt gleich an. So, Martin schon mal weg. Letzten 5. So, jetzt machen wir mal Stopp. Warte mal, den hier. Und warum ist jetzt Ituria da wieder so reingefahren? Du fährst jetzt erstmal Punkt. 75 soll reichen. Du klingst dich auch aus. Und gehen wir mal auf 75 runter. Martin auch. So, dann kriegst du den noch rein. Du kriegst den rein. Dann lass mal kurz Stopp machen. Ja, zum Ende hin wird es nochmal ein bisschen steiler. Biscara schrubbt erstmal ein bisschen. Greifen da gerade alle an. So, seid ihr nicht mal irgendwann fertig? Ja, jetzt, aber da gehen noch welche weiter ab. Die sind auch immer noch dabei. So, Stopp. Du gehst jetzt mal so in die Führung. Das soll erstmal reichen. So, Bernau auf 89 runter. Wusel, wusel. Den schon mal rein. Ja, wenn er da gleich... Alter, er fährt an denen nicht vorbei. Falling behind. A team leader is falling behind. Ist das Ziel? It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Vielleicht kann er es reißen. Ein bisschen rot ist noch da. Ich brauche kurz einen Stopp. Weil der ist hier auch noch mit in der Gruppe. Vielleicht kann er sich ein bisschen besser platzieren, wenn ich ihn jetzt noch alleine fahren lasse. Also für Bernard müsste es eigentlich reichen. Und da haben wir den nächsten Sieg für Bernard. He really had to fight for that one. A great sprint finish. Oh, Biscara 5. Sehr schön. Schönes Ding für dich. Da ist der nächste von uns. Okay, in der Gruppe auf jeden Fall keiner mehr. Iribar müsste eigentlich nächstes kommen. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Ja, da kam der Rest vom Team. Schönes Ding, dass wir hier noch einen Sieg einfahren konnten. Und da der das nicht von uns wollte, könnte er durchaus so einiges an Punkten rausknallen. So, waren die letzten drin. Schönes Ding, immer im Game-Trikot nochmal eine Etappe zu gewinnen. Und gegen den zweiten, ne? Weil das das weiße Trikot ist, müsste eigentlich Arrieta sein, ne? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wer reingekommen ist. Aber das sehen wir bei der Siegerehrung. Ja, ja, ist Arrieta. Und auch nur noch Sepulveda hat es in dieselbe Zeit geschafft. Danach dann schon 8 Sekunden und ab dem 9. sind es dann schon 14 Sekunden. Ja, schönes Ding. Gesamtwertung 1,10 jetzt vor. Ja, und auch wenn wir hier eine Etappe gewonnen haben, jetzt kommt erstmal das Bergtrikot. Das haben wir uns auch gegönnt. Allerdings punktgleich. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn jetzt bei der letzten Etappe noch Bergpunkte kommen sollten, vielleicht, ne, mal zugreifen. So, und dann beim Sprinter-Trikot auf dem zweiten Vorgang. Naja, wie gesagt, der hat zu viele Etappen bei den Flachetappen gewonnen. Da kommen wir wohl nicht mehr ran. Dann müsste der jetzt schon keine Punkte einfahren und wir müssten quasi gewinnen. Ja, jung Profi sind wir natürlich auch vor Arrieta und das Team ist auch auf Platz 1. Ja, wunderschön. Schönes Ding fürs Team. Ab zu den Ergebnissen. So, was knallt da Punkten raus, Manager? Komm, gib mal ein bisschen was her hier. Naja, immerhin 28. Also 196 Punkte noch bis zu unserer Stufe 22, die wir unbedingt in dieser Saison noch erreichen wollen.
So, das hat schon mal bei der Etappe ganz gut geklappt. Jetzt kommt die letzte Etappe, Flachetappe. Gucken wir gleich mal beim Profil, ob irgendwas möglich ist. So, jetzt kommt erstmal der Monatswechsel und dann kriegen wir nochmal 71 Punkte. Und naja, wie gesagt, ich hätte nochmal ein Training machen können, hätten wir jetzt 5 mehr gehabt. Wenn uns am Ende irgendwas zwischen 1 und 5 Punkte fehlen sollten, dann ist natürlich ärgerlich, dass ich das beim Training nicht eingestellt habe. Aber so sind es noch 125 Punkte. Es kommen zwar noch zwei Flachklassiker nach der Tour of Croatia und dann kommt noch der Grand Prix of Guangxi. Könnten wir ja natürlich gewinnen, ne? Wenn wir uns anstrengen. So, wir gehen rein in die letzte Etappe, Tour of Croatia. Was sagt das Profil? Ja, die ist am Ende halt ganz flach. 177 Kilometer lang. Da wäre dann die Bergwertung. Also, wenn der zweite im Bergtrikot nicht in der Ausreißergruppe ist, dann können wir die einfach fahren lassen. Ja, ey, Rick Zabel ist hier mit Favorit. Ein Interview mit uns gäbe es nicht. Dann sehen wir uns gleich zur letzten Etappe der Tour of Croatia. Ladies and gentlemen, welcome. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain, but at least the teams with sprinters won't be complaining. And of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Ja, und damit herzlich willkommen zur Abschlussetappe der Tour of Croatia hier. Wir sind hier auf Kurs, könnten sogar noch das Bergtrikot mitnehmen, wenn der jetzt hier nicht angreift. Vielleicht eine Option, wenn der angreifen sollte, ihn vielleicht ein bisschen zu jagen. Du gehst erstmal in die Führung. Team sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Der hatte 66 in der Ebene. Der hat zwar nur 65, aber ist besser drauf. Komm, dann bist du für Bernard. Du für Biscara. Der ist halt auch noch recht gut platziert. Mit dem 9. Platz, also immer noch in den Top 10. Vorne sehe ich eigentlich erstmal nur Iribar. Dann kannst du auch hier bleiben. Und auf geht's. Oh, Bernard einen Tick zurückfallen. Da geht auch schon der erste Angriff ab und wir können da direkt reinschalten. Der kommt an uns vorbeigeschossen. Roskopp. Und, ey, wie ist jetzt der Name versprochen? Lemon. Dann geben wir mal einen Action-Camp weiter. Dann gehen nämlich schon die nächsten Angriffe ab. So, der ist unterwegs. Hager ist unterwegs. Bergtrikot sitzt da hinten. Das ist echt toll. Aha, Simon führt immer noch. Is Aber da kommt schon jemand nach vorne. Dann klingt sich Bu hier auch aus. Dann scheinen die Sprinter hier auf jeden Fall was machen zu wollen. Dann nehmen wir dich für Iribar, den Boom nehmen wir für Bernard. There's now more than a minute between them. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. So, der Italiener übernimmt hier wieder die Führung. Er hat jetzt noch nicht so einen richtigen Idee. Ist das jetzt Tempo? Ist das kein Tempo? Also das da sieht schon eher nach Tempo aus. Ja, wird doch so zwischendurch mal ein bisschen weniger der Abstand zu E2, aber ich denke, spätestens jetzt hier bei den Hügeln werden sie gleich aufgeben. Und da dem sicherlich so ist und der Puls ist auch noch im weißen Bereich, cutte ich euch das jetzt hier raus und vom Zielsprint sehen wir uns dann wieder. So Leute, bei etwas über 20, unter 20 Kilometer nehme ich euch wieder mit rein. Ich hänge mich dann gleich mal hier an das grüne Trikot. Den Rest vom Team lasse ich dann für sich alleine fahren. So, Tisch. Bernard wieder raus. Ihr könnt für euch alleine fahren. Wir lassen uns halt einfach vom grünen Trikot ein bisschen nach vorne ziehen. Könnt ihr aber denke ich mal auf jeden Fall noch zappen. Wir haben keinen Sprinter. Oh, die Züge bauen sich auf. The team plans could well be turned upside down. Oh, Kapitän Only 10 gestürzt. Kilometers left. 110 jetzt.
The riders are closing on the last 8 kilometers of the stage, which will most likely end up in a mass sprint. Das sehe ich doch jetzt schon, ey. Der gewinnt hier die Etappe wieder. Der sitzt einfach am besten. Wird noch von einem angefahren. Naja, vielleicht zieht er uns ein bisschen mit nach vorne. Etwa noch einen Punkt oder so mitkriegen. Das wäre gar nicht so schlecht. Wir brauchen so viele Punkte, wie es nur geht nach diesem Etappenrennen. Und naja, für den Sieg im Etappenrennen werden wir nicht so viel kriegen. Ja, der bleibt auch hier ganz ruhig. Die anderen sind schon alle am Zucken. Ah, jetzt wurde er ein bisschen eingequetscht. Und zieht er wieder an allen vorbei. Ne, diesmal schafft er es nicht. Zabel, oder? Nee, Zabel ist nur Dritter geworden. Das grüne Trikot hat diesen Zabel sogar noch überholt. Ja, da kriegen wir natürlich keine Punkte mehr für. Aber wir waren ja auch so im Punktetrikot einigermaßen platziert. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Hoffentlich haut der Manager genug Punkte raus. Na, ja, das sind noch nicht die letzten. Laut Balken ist noch was unterwegs. Ich sehe da hinten am Horizont noch nichts. Doch, jetzt ist ja gerade was um die Kurve gekommen. Das dürften die letzten sein, oder der letzte. Oh, da ist er drin. Da ist das weiße Trikot. Da sind wir gerade reingefahren. Na, da war der Rick Zabel hier auf dem guten Weg. Hat es dann am Ende nicht geschafft. Ja, er hier. Oh, dass das grüne Trikot dann den Zabel am Ende noch überholt hat. Crazy Shit. So, wir haben das Etappenrennen gewonnen. Siegerung. Ja, erstmal auf jeden Fall die Etappe für Simone Consoni. Und hier grüne Trikot, nochmal einen zweiten eingefahren. Gesamtwertung für Bernaino, wunderschön. Piscara ist auf seinem 9. geblieben. Schönes Ding, Bernard, sehr geil. So, Bergwertung haben wir auch gewonnen, weil er ist ja nicht ausgerissen. Wir sind zwar punktgleich, aber dann zählt ja immer der, der in der Gesamtwertung besser platziert ist. Mal Punktwertung gucken. Konnten wir zumindest den zweiten halten. Na komm, hol dir da ein Küsschen ab. Und die nächsten vier, die gehören dann wieder Bernaino. Tja, da drei vom Team reingekommen sind, müssten wir eigentlich im Team auch vorne sein. Jubel, Trubel, Heiterkeit. So, da haben wir nochmal das Team auch nochmal ganz oben stehen. In meinem vorletzten Etappenrennen für dieses Team. Eins kommt ja noch. Dazwischen liegen jetzt erstmal zwei flache Klassiker. Ja, schönes Ding. Und ab zu den Ergebnissen. Jetzt bin ich mal auf die Punkte gespannt. Komm, Manager, knall ordentlich was raus. Naja, immerhin 48. Das ist schon mal sehr nice. Sehr, sehr nice. Wir sind nur noch 77 Punkte hinter der Stufe 22. Also, das sieht gar nicht so schlecht aus. Da bin ich schon wieder relativ happy. So, und da haben wir hier auch schon wieder das Ende der Folge erreicht. In der nächsten Folge erwarten euch zwei flache Klassiker. Da können wir unter Umständen von Bernard jetzt nicht so viel erwarten. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin, bis denne und Jerry.